Meine Damen und Herren, nach der Verordnung, die heute vom Land Niedersachsen in Kraft gesetzt wurde, der Corona-Verordnung, gibt es unglaublich viele Fragen und ich will versuchen, sie Ihnen zu beantworten, damit Sie hoffentlich hinterher etwas mehr Klarheit haben. Ich will vorweg sagen, dass wir keinen Einfluss auf diese Verordnung haben, sondern dass die Ausfluss tatsächlich der Besprechung zwischen Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten ist und dass selbst deshalb auch das Land Niedersachsen am Ende die Sachen, die dann da beschlossen wurden, umsetzt. Zunächst das Thema Inzidenzwert. Wir haben heute am Montag den niedrigsten Inzidenzwert seit dem 7.12.2021. Der ist nach unserer Berechnung 102,2. Jetzt ist natürlich die erste Frage, welcher Inzidenzwert zählt denn eigentlich? Es gibt tatsächlich drei unterschiedliche Inzidenzwerte. Es gibt den des RKI, des Robert-Koch-Instituts. Das ist der, der bundesweit jeden Tag veröffentlicht wird. Da sind wir in den letzten drei Tagen jeweils unter 100. Heute aktuell 99,2, gestern bei 96. Und dann gibt es auch noch einen Inzidenzwert, den das Niedersächsische Landesgesundheitsamt ermittelt. Da sind wir heute nach dem Wert auf 103,8. Das ist deshalb von Bedeutung, weil nach der Corona-Verordnung, die seit heute gilt, der Wert des Niedersächsischen Landesgesundheitsamts der maßgebliche Wert ist. Das heißt, dieser Wert zählt bei der Einschätzung, wie dann eine Kommune ist. Und wenn Sie jetzt fragen, welche Folge hat das, dann hat das die Folge, dass wir jetzt eine Hochinzidenzkommune nach der Definition dieser Verordnung sind. Die Verordnung ist ein bisschen unglücklich gemacht, wie ich finde, denn wenn man sie vorne liest, dann sieht man die Lockerungen, die es gibt und die Erleichterung und denkt, okay, das ist ja alles ganz gut. Und hinten im letzten Eckchen, also ganz kurz vor Schluss, da gibt es dann einen neuen Paragraph 18a und außer denen, die sich beruflich damit beschäftigen, liest das keiner so weit. Und in diesem 18a gibt es jetzt eben eine neue Definition und danach ist man Hochrisikokommune, wenn man am heutigen Tag vom Niedersächsischen Landesgesundheitsamt mit einer Inzidenz über 100 gewertet wurde. Das heißt, die Region Hannover ist nach dieser Definition jetzt Hochrisikokommune. Ich will nochmal sagen, dass Sie und auch ich das jetzt hier nicht bewerten will, wie das ist, sondern das ist erstmal so, das ist vom Land so verordnet und wir müssen dann die Rechtsfolgen angucken. Was bedeutet das? Der erste Teil, den ich persönlich mit am unglücklichsten finde, ist tatsächlich, dass im Bereich der Kitas es keine weiteren Öffnungen gibt. Das heißt, die Kitas bleiben außer dem Notbetrieb geschlossen. Das finde ich ausgesprochen problematisch, insbesondere wenn man dann sieht, wie eng wir eigentlich an diesen Punkten sind. Das gilt auch für den Bereich der sogenannten Kontaktbeschränkungen, also auch im Bereich des Besuches ändert sich für uns nichts. Es bleibt da bei der einen Person aus zwei Haushalten und auch der Sportbereich ist damit keinen Veränderungen öffentlich zugänglich. Es gibt einen weiteren Bereich, für den das nicht gilt und dann wird es gleich kompliziert und das erkläre ich dann weiter. Das ist das Terminshopping und auch Museen, Gedenkstätten und auch Zoos, Galerien, botanische Gärten bleiben geschlossen. Ebenfalls die Nutzung von Speiseräumen in Beherbergungsgaststätten. Was ist nicht davon betroffen? Und das ist tatsächlich ausdrücklich aus der Staatskanzlei gestern noch einmal bestätigt worden. Nicht betroffen ist dabei der Bereich von Fahrschulen durch diese Hochinzidenz, sondern da gilt die neue Regelung, die Sie genau angucken müssen, für Fahrschulen und Flugschulen, für Buchhandlung und Büchereien. Und auch nicht betroffen ist der Bereich von Bemusterungs- und Anprobeterminen. Das heißt, immer da, wo Sie eine Planungshandlung haben, immer da, wo Sie etwas aussuchen müssen, ist es Ihnen erlaubt, das auch zu machen. Sie dürfen nicht unmittelbar einen Termin vereinbaren oder etwas kaufen. Aber wenn Sie etwas bemustern oder anprobieren oder auch zum Beispiel beim Auto Probe fahren, oder diesen Punkt müssen, dann ist es auch mit diesem Inzidenzwert über 100 erlaubt, das umzusetzen. Das wird sicherlich in den nächsten Tagen noch einige Klärung brauchen und deshalb glaube ich, dass alle gut beraten sind, da im Moment unaufgeregt dran zu gehen und nicht sofort alle möglichen Verstöße oder Ähnliches anzugucken, weil man dies einüben muss. Also der Unterschied zwischen hingehen, kaufen oder aber bei komplexeren Produkten, wo man unterschiedlichste Auswahlmöglichkeiten hat, eine Bemusterung zu machen. Und dann ist natürlich wie immer auch der Teil, dass man etwas von woanders bestellt und abholt,
kontaktlos. Der Teil ist ja sowieso unabhängig davon auch geblieben. Die Frage, wie man dann wieder rauskommt, wenn man Hochinzidenzkommune war, ist etwas komplizierter, erkläre ich sicherlich im nächsten Video, damit dies nicht noch länger wird. Einen letzten Satz will ich noch zum Testen sagen. Die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin haben vereinbart, dass es sehr viel mehr Tests geben soll und dass dafür eine Umsetzung stattfinden soll. Das Land Niedersachsen hat nochmal bestätigt, dass das eigentlich ab April so sein sollte, man jetzt die Struktur aufbaut. Unglücklicherweise hat der Bundesgesundheitsminister am letzten Freitag überall rumgetwittert, dass das ab heute losginge. Diese Struktur wird aufgebaut werden, aber es dauert noch ein bisschen. Und lassen Sie mich zur Perspektive was sagen. Wir sind sehr sicher, dass es tatsächlich in den nächsten Wochen deutlich besser wird. Wir haben inzwischen über 100.000 Menschen im Impfzentrum geimpft. Und jeder auch schon nach der ersten Impfung, der geimpft ist, ist potenziell als einer, der erstmal die Krankheit nicht mehr so weiter verbreitet. Und selbst wenn man dann angesteckt wird, sind die Verläufe, bevor der Vollschutz da ist, dann deutlich harmloser. Auch das gibt natürlich Mut und muss eingeplant werden in das Thema der Bedrohlichkeit für die Gesamtbevölkerung. Denn eins ist klar, diese Einschränkungen wurden insgesamt gemacht, weil die Gefahr bestand, dass unsere Gesundheitssysteme überlastet sind. Und mit jeder und jedem, der geimpft ist, wird diese Gefahr etwas geringer. Und deshalb ist die Gesamtperspektive, auch wenn das im Moment hier für uns wirklich ausgesprochen knapp und natürlich auch diskussionswürdig ist, weil es ganz andere Kriterien geben kann als nur diesen Inzidenzwert, den man betrachten kann. Aber wie gesagt, das ist alles hätte, könnte und wäre. Das zählt heute nicht. Dann ist die Perspektive doch, dass ich sicher bin, dass wir Schritt für Schritt auch bei uns weiter in die Inzidenz runtergehen werden und dann auch bald in diesem Anpassungsprozess sicherlich dann auch die Strukturveränderung mit den Öffnungen miterleben werden. So, ich hoffe, das war nicht zu kompliziert. Ich hoffe, es hilft Ihnen weiter und ich bin sicher, dass es noch viele weitere Fragen und auch Klärungen in den nächsten Tagen geben muss.